Hey Leute, herzlich willkommen heute zum letzten Video. Letztes deswegen, weil heute das letzte Video mit dem Eichsam sein wird. Deswegen, ich hoffe, es wird spannend für euch. Ich kann nichts garantieren. Aber ja, lasst es euch gefallen. Ich war hier bei 9 Grad Außentemperatur mit kurzer Hose und Shirt. Jeder, der Moped fahren würde, würde sich jetzt übelst dick anziehen. Wahrscheinlich noch mit solchen Winter. Ihr kennt ja diese komischen Skiunterhosen. Wahrscheinlich würde sich jeder damit eindecken. So meterweise so. Und finde ich es echt cool. Ich habe hier eine Klimaanlage. Ich drehe hier einfach voll auf. Temperatur voll auf die Scheibe und schon ist mir warm ums Herz. Natürlich, nicht so, sondern natürlich ums Herz. Oder einfach mal meinen Bruder abholen vom Kindergarten, mal einkaufen, ins Kino gehen, Wakeskate. Ich hab wohl von der Schule. Einfach mal nach der. Bei uns ist das ja so. Bevor wir das Auto hatten, also ich das Auto hatte, beziehungsweise ich das Auto testen durfte, sind wir ja immer mit dem Bus und mit dem Zug gefahren. Also wir waren immer so eine Stunde, so circa unterwegs. Ja, anderthalb Stunden unterwegs. Sag ich ja sogar eine Stunde. Und da sind wir aber schon mit dem letzten Bus gefahren. Das heißt im Klartext, da kommt keiner mehr. Das heißt, wenn wir den verpassen, da sind wir tutti-billetti, da sind wir am Arsch. Und ja, jetzt kann ich einfach mal so nach der Schule so mit dem Keo irgendwo hinfahren, nochmal auf die Skaterrampe, Wakeskaten, ins Kino, zu Freunden, und das funktioniert einfach. Das sind irgendwie ganz viele Dinge, wo man die Freiheit mitkommt. Und das Ganze schon mit 15 obendrauf. Das ist irgendwie ich nenne hier keine Namen oder so. Ich denke aber, die Person fühlt sich angesprochen. Okay, es reicht. Ja.
Ja, schau mal, du bremst und dann geht die Warnblinker an. Ach so, du hast gar nicht drauf gedrückt. Nö. Ich dachte schon. Wie soll ich denn das machen? Du musst einfach noch eine Weile warten und dann musst du drauf drücken. Ich will jetzt nicht drauf drücken. Es ist grün, Bros. Es ist grün, Bros. Oh, sie hat's verstanden. Es ist grün, Bros. Oh. Oh. Slow motion. Ja, also die Gehirnzellen mancher Leute. Oder eher die Gehirnwege mancher Leute. Hat euch das Video gefallen? Gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Ist doch gar nicht. Ciao.